Heute haben wir einen Gast, er ist IT-Unternehmer, ist gelernter Programmierer, heute aber als Berater unterwegs und berät Unternehmen dabei, ihren Weg durch agiles Arbeiten zu finden. Und vor allen Dingen ist sein Anliegen, Technologie und Menschlichkeit dabei zu verbinden. Wir haben heute zu Gast Richard Seidel. Herzlich willkommen, Richard. Ja, vielen Dank für die schöne Anmoderation und danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, das Thema Resilienz, darum soll es ja heute auch mitgehen. Und da möchte ich mal so ein bisschen auch zurückschauen. Ne? Also heute brauchen wir ja ganz viel Resilienz, aber wo kommt denn das eigentlich auch jetzt mit her, dass wir gerade in so einer Welt leben, wie wir das tun? Und wenn ich mich so zurückerinnere an meinen ersten Computer, den ich hatte, da war ich so 8, 9 Jahre, so ein 286er mit einem Monitor, kleiner Festplatte, so diese beigen Kisten, der eine oder andere wird sich noch dunkel daran erinnern können, an die Zeit. Da habe ich mich damals total gefreut und mich da reingesteigert, herumgebastelt und man konnte so direkt an dieser Technik arbeiten. Und wenn ich irgendwo einen Jumper gesetzt habe, dann hat sich da auch irgendwas getan. Ich konnte nachvollziehen, was passiert ist. Man konnte im System drinnen herumwerken und machen und tun, um diese Dinge auch irgendwie einen Nutzen davon zu ziehen und irgendwas damit zu erreichen. Als ich dann mein Modem bekommen habe, mein erstes und das erste Mal ins Internet gekommen bin, habe ich gedacht, wow, was ist das für eine tolle neue Welt. Ne? Man konnte damals ein paar Seiten aufrufen, es gab schon was und das war alles noch ein bisschen überschaubar und irgendwo nachvollziehbar. Man konnte selber diese ganzen Codes eingeben und so. Und das ist jetzt schon lange her. Das war in den 90ern, in den 80ern und seitdem hat sich ja doch technologisch einiges getan. Und die ganze Welt um uns herum, und gerade durch die technologische Entwicklung, ist total unberechenbar geworden. Da kommt auch etwas dazu, was wir auch so im jetzigen Zeitpunkt gar nicht so oft wahrnehmen. Und zwar unser Denken, auch wie Technologie funktioniert. Wir denken gerne mal daran, ja, wir haben jetzt 2021, das iPhone 13 kommt vielleicht dieses Jahr raus. Vor 10 Jahren war das 2011 das iPhone 4S. Ja, da müsste ja eigentlich 2031 das iPhone irgendwas vielleicht um die 20 rum sein, je nachdem, was die für Nomenklaturen einführen und so. Und das ist ja ein Irrglaube, dem wir ja da immer wieder unterlegen, weil diese ganze technologische Entwicklung ja nicht linear funktioniert. Also wir können das nicht einfach so in die Zukunft interpolieren, sondern das Ganze steigt ja exponentiell. Und das heißt, wir werden in 10 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr darüber sprechen, ob es ein iPhone gibt oder nicht. Wir werden irgendwas anderes haben, was das auch immer sein wird. Ne? Und ich glaube, unbewusst ist uns das schon klar, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo morgen nicht klar ist, was technologisch alles möglich sein wird und wo die Entwicklung dann auch wirklich hingeht. Dazu kommt noch ein zweiter Aspekt, der diese Unberechenbarkeit noch mehr fördert. Und das ist so, was auf der Welt um uns herum passiert. Wir haben ja zwei ganz große Technologie-Hotspots, die seit einigen Jahren ja massiv an Technologie, an Innovation arbeiten. Auf der einen Seite das Silicon Valley in den Vereinigten Staaten, die es geschafft haben, über die Jahre ein komplettes Ökosystem aufzubauen, das so selbstrekrutierend von der Grundschule über die Universitäten bis hinein in die Startups und in die Unternehmen es schafft, hier Innovation zu fördern, kreative Geister auszubilden, zu fördern und die dann auch in die Wirtschaftswelt zu bringen. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch eine ganz tolle Fehlerkultur, die wird ja gerne hoch gelobt, ne? Dass wir hier so immer so schlecht auf Fehler schauen und das Verteufeln, das Scheitern und sei es jetzt gut oder schlecht, die Fehlerkultur in den Vereinigten Staaten natürlich da noch deutlich andere ist. Ne? So ein Gründer, ein Technologieunternehmer, wenn der nicht dreimal gescheitert ist, dann wird der gar nicht ernst genommen von seinen Kollegen. Und das fördert natürlich auch den Pace, der dort einfach technologisch auch stattfindet und die Innovation vor sich hertreibt. Auf der anderen Seite, quasi einmal ganz auf die andere Seite der Welt gezoomt, China, der rote Drache, der erwacht ist in den letzten Jahren und da auch technologisch irrsinnig aufgeholt hat, mit einem anderen Konzept, also ein sehr starkes Ziel, was sie wieder erreichen wollen, wieder Weltmacht zu werden, technologische Führerschaft auch zu haben. Ein Plan, der das quasi unterstützt
und auch ein System, das das Ganze noch mehr fördert. Das kann man jetzt kritisch sehen. Wir haben dort natürlich das Thema Überwachung ganz groß, ganz den Eingriff in die Privatsphäre, alles Dinge, die jetzt vielleicht nicht so schön ist, aber sind natürlich Dinge, die auch dort die Innovation vorwärts bringen. Und China hat sich selbst auf die Fahnen geschrieben, hier besonders mehr noch in Schlüsseltechnologien mit reinzugehen. Und das machen die mit großem Erfolg. Es gibt unheimlich viele Automobilhersteller in China, die Elektroautos produzieren. Es gibt eine hohe Technologiedichte, was künstliche Intelligenz angeht, was Face Recognition angeht. Also da ist dort ganz viel passiert in den letzten Jahren und wird noch massiv gefördert. Ich hatte das Glück, dort einige Zeit auch zu sein und mir dort Unternehmen anzusehen. Und ich war echt erstaunt, weil das mein Bild von China und auch von Silicon Valley komplett verändert hat. Also eine sehr unberechenbare Welt, in der wir gerade hier unterwegs sind. Das bringt natürlich auch eine gewisse Komplexität mit sich. Und das ist etwas, was auch, ich würde mal sagen, irgendwie dem Internet vielleicht auch geschuldet ist. Damit hat das irgendwo begonnen. Bis dahin, ich komme ja aus der Softwareentwicklung, da waren früher Projekte relativ einfach und überschaubar. Das war zwar alles vielleicht kompliziert von der Technik her, aber gut handelbar. Wir haben komplizierte Projekte und Unternehmen gehabt, da konnte man ein bisschen herumoptimieren, da konnte man automatisieren. Das war die große Zeit der Optimierer und der Standardisierer, man konnte Synergien schaffen. Aber es war immer klar, wenn ich irgendwo drehe an einem Rädchen, woraufhin hat es Auswirkungen. Ja, und dann mit dem Internet, dieser ganzen Vernetzung und allem drum und dran, was dann so mit der Zeit aufgekommen ist, der ganzen gesellschaftlichen Globalisierung, die Märkte, sind wir auf einmal in einem System, das hochkomplex ist. Also wir wissen heute gar nicht mehr, wenn wir irgendwo eine Stellschraube drehen, auf was sich das auswirkt. Wir wissen nur, es wirkt sich irgendwie aus. Irgendwo ist alles mit allem verbunden. Und auch in Projekten oder in Unternehmen ist es heute schwer zu sagen, was passiert denn morgen. Wir müssen irgendwo mit dieser Komplexität auch umgehen und handeln können. Da kommt unser Kopf ja nicht mehr so ganz mit. Wir als Mensch sind ja doch nicht so schnell in der Evolution, was uns jetzt die Technologie in den letzten Jahren auch hier mitgebracht hat, diese ganze Entwicklung. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Überforderung. So ist mal gesamtgeschichtlich gesehen, da sind wir gerade so ein bisschen mit am Feuer wach geworden, haben uns ein bisschen etabliert in der Welt, aber so unser Hirn, unser Ding, der ganze Veränderungsprozess ist hier einfach noch nicht so angekommen und das geht auch nicht von heute auf morgen. Wir können ja nicht unser Denken so schnell umstellen und natürlich kippen wir dann auch, wenn Krisen da sind, ganz schnell wieder in diesen Sicherheitsmodus. Wir wollen wieder in unsere Höhle, wir wollen ums warme Feuerchen herumsitzen und dort die Sicherheit und Geborgenheit und die Wärme spüren und uns wohlfühlen und nicht ständig auf diese ganzen Impacts, die rundherum uns einschlagen, reagieren müssen und diese Unsicherheit aushalten müssen. Also Unsicherheit ist aber das, was wir heute ganz fix haben. Also da, wir haben das ja gesehen, vor einem Jahr, gut, da waren wir schon ein bisschen weiter, da wusste man schon, da ist irgendwas da. Aber auch da gab es noch viele Stimmen, ja, das ist ja eh gleich vorbei, kleine Grippe und so, diese Sachen. Jetzt ist es ein Jahr später, die Welt hat sich doch deutlich gewandelt. Es ist auch vieles entstanden dadurch. Digitalisierung ist in allen Bereichen auf einmal ein Must geworden. Alles, was wir die Jahre davor vielleicht ein bisschen verschlafen haben, musste auf einmal in kürzester Zeit nachgeholt werden. Aber diese Unsicherheit ist fix und Unsicherheit ist etwas, was für den Menschen ja jetzt nicht so schön ist. Wir wollen halt unser Feuerchen haben, unsere Komfortzone. Zwar auch ein bisschen in Veränderung, aber in Maßen. Und eine Krise ist etwas, was uns dann doch immer in diese Unsicherheit auch reinbringt. So, und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt man aus dieser Schockstarre, die dann eintritt, wenn ich eine Krise durchlebe, wenn ich sehe, oh Gott, die Welt ist jetzt so kompliziert geworden, so komplex geworden, die ist so unberechenbar geworden. Wir haben so viele Probleme, so viele Herausforderungen, man weiß gar nicht mehr wohin. Die To-Do-Listen sind alle voll, der ganze Tag ist voll mit Zoom-Meetings und etc. Und man hat überhaupt keine Möglichkeit, da wirklich mehr zu gestalten. Wie kommt man denn jetzt da wieder raus aus dieser Schockstarre? Wie kann ich lernen, mit dieser Unsicherheit auch umzugehen? Weil das ist etwas, ein Skill, den wir einfach in den nächsten Jahren noch brauchen, weil dass diese Unsicherheit nicht mehr weggehen wird, davon können wir ausgehen. Also diese Welt, die wird nicht mehr so sein, wie sie mal früher ist. Wir entwickeln uns dahingehend einfach weiter und es wird eher noch mehr werden, als
noch als weniger werden. Also wie kommen wir aus dieser Schockstarre raus in Richtung Gestaltung? Und ich finde, wir haben schon viele Werkzeuge da und Resilienz ist ja so etwas, aus so einer Krise auch gestärkt rauszugehen und wieder agieren zu können und sich sogar damit noch weiterzuentwickeln. Ne? Also Lisa hat ja das Beispiel mit dem Baum gebracht, ne? So wie der Bambus auch sich immer wiegt im Wind und gedrückt wird, aber er stellt sich wieder auf und es geht weiter. Und eine Methode oder ein Framework, das ich ja aus dem Bereich der Softwareentwicklung da schon ganz lang kenne und auch lebe, ist das Thema Agilität. Und ich finde, als ich das so im Vorfeld mal verglichen habe mit, was bedeutet eigentlich Resilienz und was bedeutet agiles Arbeiten, was bedeutet ein agiles Mindset, da habe ich gemerkt, da gibt es total viele Überschneidungen. Und wenn man sich die Historie von agilen Vorgehen, Methoden ansieht, das jetzt irgendwie, das Agile Manifest hatte jetzt sein 20. Jubiläum diesen Frühjahr, da ist ja schon ganz viel auch passiert in der Zeit und die Softwareindustrie, die damit ja begonnen hat, die hatte ja auch das Problem, dass es auf einmal nicht mehr so ging wie früher. Man musste irgendwie diesen neuen Märkten gerecht werden und waren da eigentlich gut bedient, daran Methoden zu finden, hier einfach auch resilienter, agiler zu arbeiten. Und dadurch sind ja diese Methodiken auch mit entstanden. Also da gibt es ganz viele Parallelen da drinnen. Und ich denke so, wenn ich drauf schaue auf einen Faktor, der Resilienz wirklich steigern kann im persönlichen oder im unternehmerischen Umfeld, ist das auf jeden Fall dieser Kontext der agilen Methoden und Werte. Sowas wie Mut. Wir haben im Agilen ja ganz viele Werte, die ja auch in diesem Kanon immer drin sind. Mut, Offenheit, Feedback, Selbstverantwortung, die Selbstbestimmung zu stärken. Das sind alles Themen, die wir versuchen ja in diesem agilen Mindset auch immer unterzubringen und auch zu leben und stärken, lösungsorientiert sein. Und das wollen wir ja auch, wenn wir aus der Krise wieder rauskommen wollen. Also wenn wir auch resilienter werden wollen, kann uns das natürlich alles helfen. Das heißt, wir haben hier eine schöne Doppelung dieser Werte auch da drinnen und der Haltung. Ja, die Frage ist natürlich, wie kann ich das jetzt eigentlich in mein Leben bringen? Also wie kriege ich Agilität wirklich in mein Leben, in mein Unternehmen rein? Wie kann ich denn agiler werden? Ja, praktischerweise habe ich was mitgebracht hier, Agilitum Forte. Das ist eine super Tablette, neueste Entwicklung. Die kann man sich einfach in der Früh einwerfen. Dann ist man ein bisschen agiler. Für die störrischen Mitarbeiter nimmt man am besten 2 oder mittags noch eine Extradosis. Und dann funktioniert das auch mit der Agilität. Und weil wir ja hier so eine schöne Veranstaltung haben, habe ich hier auch das Spezialpaket jetzt noch mitgebracht für schlappe 599 Euro. Also echt ein Schnäppchen. Da kommt man einen Monat damit raus, dann muss man nachbestellen. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Das ist etwas, was wir nicht so von heute auf morgen einfach installieren können. Damit schlagen sich Unternehmen ja schon seit vielen Jahren da rum. Wie werde ich denn agiler? Wie kriege ich denn das? Und es braucht dazu einfach 3 wichtige Faktoren. Das eine ist das Thema Zeit, also eine Veränderung. Wir haben ja gesehen, also der Mensch ist jetzt nicht so schnell im Verändern. Wir brauchen diese Zeit, um Veränderung auch zu implementieren, um das umzusetzen, um uns daran anzupassen, als Unternehmen, als Team, als Einzelner. Wir müssen Energie reinstecken. Wir müssen also das Ganze auch befüttern mit mehr Power, mit wirklich Fokus auch darauf. Und wir brauchen Geduld bei der Umsetzung. Etwas, was ja gerne dann auch im Unternehmen vielleicht Manager und Führungskräfte nicht so gerne an den Tag legen, wenn die Veränderung gar nicht schnell genug geht. Die Mitarbeiter müssen hier eigentlich noch viel besser performen. Und warum können die nicht jetzt schon agil sein, wenn die jetzt 20 Jahre nicht agil gearbeitet haben? Also wir müssen auch das Thema Geduld hier mit adressieren. Ja, das sind alles 3 Dinge, von denen wir jetzt gefühlt gar nichts haben. Wir haben weder Zeit, wir wollen alles sofort haben, Energie auch nicht, weil wir zerbröselt sind zwischen allen To-Dos und Aufgaben, die uns so den ganzen Tag beschäftigen, plus die Gedanken, die Medien, der Fokus ist ja nicht mehr wirklich haltbar. Wir kriegen das ja täglich mit, werden von allen Seiten bombardiert. Also Energie jetzt da auch noch reinzustecken, auch schwierig. Und Geduld, ja, die Geduld wird ja eh gerade auch stark auf die Probe gestellt. Also da sind wir vielleicht auch schon in einem Grenzbereich, das überhaupt machen zu wollen. Aber, und das ist vielleicht irgendwo das, wo man trotzdem da durch muss, es geht nicht anders. Also wir brauchen das und wenn wir heute nicht ein kleines bisschen damit anfangen, also im Sinne der Agilität,
einen kleinen ersten Schritt zu machen, müssen wir nachher dann irgendwann mal 3, 4 Schritte auf einmal tun und große Sprünge machen, die wir natürlich auch umso schwieriger gestalten können. Also die Frage ist gar nicht, ob wir jetzt Zeit, Energie und Geduld in unsere Resilienz, in die Agilität stecken, sondern wie wir das tun können. Und da ist dieser Kanon von agilen Methoden, ich glaube, das ist so etwas, der eine oder andere wird es kennen mit Scrum und Kanban und was es da nicht alles gibt an Methoden und Tools. Ich glaube, die wollen uns alle da so nur ein bisschen hinbringen, so ein Mindset zu entwickeln und uns in kleinen Häppchen immer mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit uns auseinanderzusetzen, mit den Themen, die wir gerade haben und uns dabei helfen, uns da auch weiterzuentwickeln. Und das führt uns irgendwo dann zu der agilen Haltung. Die wird ja auch gerne viel zitiert. Wir brauchen agiles Mindset, agile Kultur. Auf der anderen Seite ist natürlich, wir haben einen riesigen Beratermarkt, der seit Jahren auf das ganze Thema Agilität einschlägt und Produkte gestaltet von Masterclass-Dienstleistungen bis Seminaren, bis Coachings, bis Transformationsretreats und Bootcamps und methodischen Komponenten, ganz viele Tools und Methoden, die ständig daraus entstehen, Software unterstützt, Whiteboard unterstützt mit irgendwelchen Metaplanwänden. Da werden ganz viele Methodiken geschaffen, die sich natürlich auch gut verkaufen lassen und auch notwendig sind, um einen Einstieg zu kriegen. Aber das Wichtige dahinter ist ja, in diese agile Haltung zu kommen, dieses Agilitätsthema irgendwie dann auch gar nicht mehr so benennen zu müssen. Ne? Es ist ja oft, wird das so als Sau durchs Dorf getrieben, aber das Wichtige ist ja, seinen agilen Weg zu finden in dieser ganzen komplexen Welt, die es da gibt, diese Werte zu leben, wie Mut, wie Offenheit und Feedback. Und das bedeutet ja für jeden selbst und auch für jedes Unternehmen etwas ganz Spezielles und Individuelles. Also das ist so mit, wenn ich drauf schaue, was sind jetzt so die 3 Punkte, wie man Agilität in sein Leben auch bringen kann und in sein Unternehmen bringen kann, die ich da einfach auch immer gerne mit rausziehe. Also das, ich könnte jetzt natürlich stundenlang erzählen über irgendwelche Methodiken, die es da gibt und so, aber das führt immer zu nichts, weil wichtig ist, das Ziel dahinter zu sehen. Und das ist dieses agile Mindset aufzubauen, ein resilientes, agiles Mindset zu bekommen, um mit dieser Unsicherheit künftig auch besser umgehen zu können, diese Unberechenbarkeit auch handeln zu können und damit entspannt und vor allem kreativ zu bleiben. Weil dieser Stress, den wir aktuell haben und der uns in vielen Fällen in Krisen auch immer wieder ereilt und immer zurückwirft und uns natürlich nicht zu einem Gestalter unserer Zukunft machen lässt, sondern einfach uns in dieser Schockstarre festhält. Also da ist mir ganz wichtig, diese agile Haltung auch wirklich das als Ziel zu nehmen und sich nicht auf irgendwelche Dogmen zu stürzen. Es gibt in dem Umfeld, finde ich, ganz viele seltsame Bestrebungen auch, Standardisierungen, ganze, du musst jetzt so und du musst so irgendwie skalieren und da gibt es 1000 Normen und Dings. Und das finde ich, das passt alles nicht in dieses Thema Agilität rein. Also gerade auch für uns selbst eher in das Richtung Mindset zu gehen. Und wenn man das wirklich runterzieht, was bedeutet denn eigentlich agil zu sein, kommen wir eigentlich auf 2 ganz simple Dinge, die sich da immer wieder duplizieren und immer wieder wiederfinden in all diesen Methodiken drinnen. Das eine sind Experimente, weil Experimente uns die Möglichkeit geben, etwas auszuprobieren. Also etwas Neues, eine gewisse Zeit einfach herzunehmen und zu sagen, okay, das teste ich mal für mich und schau dann nach, hat mir das was gebracht oder nicht. Und das hilft mir persönlich in meinem Alltagsumfeld, aber auch in den Unternehmen stark, die Dinge auch wegzubekommen von, ich muss mich jetzt verändern. Ich muss jetzt irgendwo eine Veränderung durchmachen, sonst funktioniert das nicht. Weil, also gerade im unternehmerischen Kontext dann häufig, bleib mir weg hier mit Veränderung, schon wieder Transformation und Change, ich kann das alles nicht mehr hören. Ne? Mit einem Experiment hat man vielmehr die Möglichkeit, auch hier einfach einmal was zu testen, ganz mit einer gewissen Leichtigkeit auch ranzugehen, weil man auch die Gewissheit hat, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich auch immer wieder zurückgehen. Also auch im persönlichen Kontext, wir hatten ja jetzt gut ein Jahr Zeit, uns im Homeoffice mit uns selbst zu beschäftigen, also da auch immer wieder drauf zu schauen, was kann ich denn eigentlich mal ausprobieren, anders machen, nur einfach einmal, um diesen Wechsel auch drinnen zu haben. Ne? Also ich kriege das auch mit, dass viele
jetzt seit einem Jahr sehr stark in irgendwelchen Routinen gefangen sind, weil man einfach auch nicht mehr rauskommt oder ganz schwer nur. Und so dieser Weg vom Aufstehen über den Tag bis am Abend wieder immer sehr selbstähnlich wird. Ne? Aber hier einfach auch mal auch bewusst auszubrechen und sagen, okay, heute mache ich was anderes. Ich trinke meinen Kaffee auf der Straße und schaue, wer geht vorbei oder was weiß ich. Also hier diese Experimentierfreude und diese Neugier auch zu fördern und zu schauen, was damit entsteht. Und das kann entspannen und das kann neue Ideen bringen und Kreativität bringen, die wir dann auch wieder für unsere Resilienz nutzen können. Und das Zweite, was sich da direkt anschließt, ist so für mich der Kern aus den agilen Themen heraus, das Thema Reflexion. Für mich im Prinzip die Basis, um überhaupt in ein agiles Mindset zu kommen und auch seine Resilienz zu stärken, zu reflektieren, was tue ich denn eigentlich gerade da? Also wenn ich jetzt das Beispiel mit den Experimenten hernehme, da auch nach einer gewissen Zeit einfach drauf zu sehen, habe ich das, was ich da jetzt eigentlich so tue, hat mir das was gebracht? Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was möchte ich gerne verändern? Also diesen Dreiklang der Fragen immer wieder mitzunehmen. Und in Unternehmen oder in Teams kann man das als Retrospektiven machen, als Workshops oder sonst was. Aber ich finde das gar nicht so wichtig, das in diesen großen Kontext zu setzen, sondern das ist etwas, was man für sich einfach tun kann und sollte, immer wieder, und sei es ein paar Minuten, sich zu überlegen, was läuft hier eigentlich gerade ab. Weil wir einfach häufig auch in dieser Autobahnspur unterwegs sind im Kopf. Ne? Der Tag rast so durch. Man switcht zwischen einer Videokonferenz zur nächsten durch und schafft es gar nicht, darüber mal zu reflektieren. Was passiert denn eigentlich gerade so? Was läuft hier gerade für mich so ab? Und wo soll es hingehen? Also dieses Thema Reflexion ist für mich ein Kern, um überhaupt eine Handlungsfähigkeit auch wieder daraus zu gewinnen. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwas identifiziert, ich habe mich einmal damit beschäftigt, ich weiß, ich kann die letzten 2, 3, 4 Wochen abschließen und kann das, was ich ändern möchte, auch weitertragen und umsetzen für die Zukunft. Und das Ganze führt zu dem, was letztendlich ist, was auch für mich hinter Agilität steht, was auch hinter Resilienz steht, das ist eine persönliche Weiterentwicklung, ob das jetzt im eigenen Selbst ist oder auch im Unternehmenskontext, eine Entwicklung vorwärts zu bringen. Und das auch nicht in einer Art und Weise, dass es gezwungen ist, sondern wirklich auch an sich selbst zu arbeiten und da in die Zukunft auch mit reinzugehen und die Zukunft selber gestalten zu können, vor allem seine eigene. Und das ist etwas, was ich finde, dass sehr häufig zu kurz kommt in dieser technologischen, hippen Welt, in der wir uns da gerade bewegen, weil wir in einer Welt leben, wir haben jetzt gerade alle Möglichkeiten, was Werkzeuge, Tools, Technologien angeht. Jeden Tag entstehen neue Dinge, wir wissen gar nicht, was wir zuerst ausprobieren könnten oder machen könnten, umsetzen könnten. Aber was eben deutlich zu kurz bleibt, ist dieser ganze Part, dass wir uns auch persönlich dem auch irgendwo annähern müssen und damit umgehen können. Und ich glaube, diese agilen Methoden und auch das ganze Thema Resilienz, das kann uns da immer wieder die Leuchte draufhalten, was es heißt eigentlich für uns persönlich weiterzuentwickeln und diesen ganzen Veränderungen auf der Welt auch irgendwo gerecht zu werden und damit handeln zu können. Und dieser Fokus Agilität und Resilienz auf dem Thema der persönlichen Entwicklung zu sehen, ist, glaube ich, etwas, was einem sehr stark weiterhelfen kann, hier auch aus dieser Starre rauszukommen und in eine Veränderung reinzugehen und auch damit die Zukunft dann positiv und aktiv einfach zu gestalten. Und in diesem Sinne, es bleibt mir noch als Resilienz-Zusammenfassung zu sagen, immer wieder aufzustehen, die Krone zu richten, was draus zu lernen und dann weiterzugehen. Dankeschön.